Ilona, ich bin 30 Jahre alt, ich bin Mama von 2 Kindern, habe mir ein zweites Standbein auch in der Beautybranche aufgebaut und bin jetzt hier bei der Biene, um mir ganz tolle Nägel machen zu lassen. Ich weiß nicht, auf was ich mich eingelassen habe oder wie es aussieht am Schluss, aber ich freue mich schon mega drauf. Genau, du hast ja gesagt, du bist auch schon in der Beautybranche tätig, du hast dir da dein zweites Standbein aufgebaut und du hast mir ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, dass du mal so einen peinlichen Live-Fail hattest. Den sprechen wir aber nachher nochmal an. So am Ende des Videos würde ich da gerne was dazu hören. Ja, erzähl doch mal, wie bist du in die Beauty-Branche gekommen? Okay, also ich fange mal von Anfang an. Ich habe nach meiner Schule habe ich Friseurin gelernt. Also ich wollte schon immer so ein bisschen in diesem Beauty-Bereich, sage ich mal. Aber ich habe halt echt nach der Ausbildung gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins. Ich hatte auch einen echt doofen Chef, muss ich sagen. Vielleicht lag es auch an ihm. Aber ich habe mich da einfach nicht mehr gesehen. Okay. Habe dann auch nochmal eine zweite Ausbildung im Büro gemacht und bin dann auch danach relativ schnell schwanger geworden. Wo ich dann halt zurück musste in meine Arbeit, da habe ich mir echt gedacht, oh nein, irgendwie habe ich halt auch wieder gemerkt, das passt das einfach nicht. Das ist nicht so meins. Genau, ich habe gemerkt, dass es halt einfach nichts für mich ist und habe mir dann echt Gedanken gemacht, wo ich mich halt einfach sehe. Ich wollte jetzt nicht schon wieder irgendwas Neues machen. Es hat mir schon irgendwie Spaß gemacht, aber mir hat halt irgendwie, keine Ahnung, was anderes einfach. Ja, dann kam das halt immer wieder so hoch. Ja, Beauty vielleicht, irgendwas mit so ein paar Schulungen. Fängst jetzt einfach mal an mit einem Wimpernlifting. Das fand ich schon immer ganz cool. Und dann schaust halt einfach mal. Dann hab dann auch direkt im nächsten Monat meine Wimpernlifting-Schulung gehabt. Und war total motiviert. Und bin dann über meine liebe Freundin zu Pikbi gekommen. Genau, und so hat es dann eigentlich angefangen. Und das habe ich halt alles von daheim aus gemacht, bis ich dann im März zu meiner Freundin ins Studio bin. Also du hattest ja gesagt, du hast so in deiner Instagram-Laufbahn, die du jetzt bis jetzt hast, hast du ja auch mal das eine oder andere live gemacht. Genau. Und da ging ja auch mal was schief. Ja, das war echt peinlich. Das war letztes Jahr war das, da hatten wir so von unserer Produktfirma Angebote und da bin ich mit meiner Freundin live gegangen und wollte unsere tollen Powerlips präsentieren. Okay. Die Powerlips sind so langanhaltende Lippenstifte, die wir in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben haben und die wasserdicht sind. Also sie sind auch tatsächlich wasserfest und was ich halt nicht davor bedacht habe, war, dass ich 2-3 Stunden davor beim Duschen war und ich habe mir eine Körpercreme, die etwas ölig war, drauf getan und bin dann in das Live und wollte halt die tollen Powerlips zeigen, wie sie halt wasserfest sind. Ich habe sie auf meinen Oberarm drauf getan und mit einem Wattepad voll halt ins Wasser getränkt. Habe da angefangen an meinem Oberarm rumzurubbeln und habe halt schön erzählt, wie die Leute gleich sehen, dass da nichts davon weg ist. Ja, einige Sekunden später ist mir die Kinnlade nach unten gefallen, weil ich mir dachte, oh nein, sowas kann echt nur mir passieren. Mein kompletter Oberarm war voll verschmiert. Weil bei den Powerlips ist es nämlich so, die gehen nur mit ölhaltigen Sachen. Und deine Bodylotion. Genau, die hat halt noch rückgefettet. Und somit war das live im Eimer. Ich habe echt versucht, mich irgendwie da elegant aus der Nummer rauszuziehen. Wie hat das ausgesehen? Wie zieht man sich aus sowas elegant raus? Ja, meine Kinder sind dann Gott sei Dank ins Wohnzimmer gestürmt, weil sie waren mit dem Papa im Kinderzimmer. Und meine Freundin hat halt dann ganz nett das Thema gewechselt und ihr Produkt gezeigt, was sie vorführen wollte. Wir haben immer so Aktionswochen und auf jeden Fall hatten wir da ein paar Produkte einfach vorbereitet und dann hat sie halt ihrs vorgezogen und ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, das ist echt peinlich, aber das ist halt live, da kannst halt nichts machen. Hat irgendwer was Negatives dazu losgelassen? Nee, Gott sei Dank nicht. Also ich muss echt sagen, dass ich echt positive Menschen um mich herum irgendwie habe und da keine negativen Sachen irgendwie kamen.
Okay, kam gar nichts gar irgendwie nichts. So, wow, hätte ja gut. Also, krass. Also da war okay. Ich schon echt froh, weil ich wüsste nicht, was ich da drauf gesagt hätte. Weil wenn du dann sagst, du, ich habe deine Bodylotion drunter gehabt, deswegen hat es nicht gehalten, ja, wird dir kein Mensch auf dieser Welt mehr glauben. Und ja, ich war aber so überzeugt, also ich war mir sicher, weil ich das einfach, ich habe die Powerlips selber und benutzt die tagtäglich und wir haben so viele Tests damit gemacht, du kannst es unter laufendes Wasser halten und das verschmiert nicht. Und dann genau in diesem Live dachte ich mir, oh das no. Jetzt doch. Scheiße. Ja, ist halt so, muss man halt so nehmen, wie es kommt und ja, ich war froh, dass ich nicht alleine im Live war, sonst hätte ich gleich ausgeschaltet. Aber sonst finde ich halt diese Pille einfach mal ganz cool, weil da gibt es ja mittlerweile so viele tolle Sachen. Ja, finde ich echt cool, diese Filter. Okay, es gibt auch ein paar, die könnte man sich sparen, finde ich. Ja. Also da, wo du dir echt denkst, okay, entweder mehr von dem, was ihr nehmt, oder weniger, aber wer sich das ausgedacht hat, der war definitiv auf keinem guten Level. Okay. Gefällt es dir? Bist du zufrieden? Ja, ich finde es sehr, sehr schön. Die Länge, die Farbe, den Glitzer, schön. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.